Ja, ganz leise dudelt die Musik, ne? Prima Sache. Habe ich ja mit meinem Akai gebastelt, ne? Dreht sich das hier um die HO-Dorf-Zuschauerwerte, ne? Ich habe ja einen fleißigen Kommentator, hier der G10. Der hinterlässt ja immer wieder mal eins seiner geliebten Werke, ne? Und heute ist es soweit, ne? Habe ich gedacht, jetzt oder nie, ne? So, Knacke Deluxe, 7 Zuschauer, eine Stunde gestreamt. Ganz kurz, Teststream, ne? Steht aber, haut ab, verpisst euch. Teststream, ne? Passiert mir auch schon mal. War aber, glaube ich, auch nie auf dem Kanal, war auf meinem neuen, wo ich irgendwie nur 50 Abonnenten hatte, ne? Reaction, ne? Egal, aber spielt auch keine Tolle ab. Wurscht, ne? So. Ist aber auch jetzt nicht rekordverdächtig, oder? Die Zeit der Streamer ist vorbei. Die neue Generation hat nichts mehr zu sagen. Welche Generation? Wo ist die neue? Ich habe noch nichts gesehen. Mir fällt auf, dass die meisten Leute hier nichts mehr zu sagen haben. Manche haben auch nichts zu schreiben. Ich sag mal so, deine Kommentare sind mal ein bisschen kritiklastig, ne? Das Problem ist immer, bei so einer Kritik fehlt mir dann hinten raus die Lösung. Also wie man jetzt sagen will, das und das und das ist scheiße. Das könnte so eine Lösung sein. Das würde ich ja noch gut finden, ne? Aber wie gesagt, du bist ja so überkritisiert sozusagen. Egal, ne? So, und die alte Dorfgemeinschaft hat nichts anzubieten, außer sich die Birne dicht zu saufen. Zumindest hier im HO-Dorf. Da hat niemand mehr wirklich etwas zu sagen. Das ist so, oder? Da bin ich ganz bei dir, ne? Das ist nur noch belangloser Kram. Was ist denn jetzt unbelanglos? Das heißt, wenn jetzt hier so ein Albaner die Schlagerhits aus den 80ern nachsingt, ist das Content. Wenn irgendwelche Sturzbesoffenen sich über Atome und Raketen Gedanken machen, ist das Content, macht das Sinn? Wenn SPD-Wähler über die AfD lästern, macht das Sinn? Wenn Diskussionen so verstanden wird, andere niederzubrüllen, macht das Sinn? Also macht das auch Sinn, A, sich das anzuhören und B, sich dahin zu setzen und selber mitzubrüllen? Also ich persönlich kann das immer mit Nein beantworten. Ich bin aber auch ein bisschen, sagen wir mal, ältere Generation. Schlechte Erziehung, ne? Also wir nehmen doch Rücksicht. Ist ja heute nicht mehr so angesagt, ne? So, die Zensur hat alles kaputt gemacht. Nein, die Zensur hat nur die Regeln verändert. Also ein bisschen, jetzt auch nicht viel, sondern nur so ein bisschen, ne? Zensur, was ist Zensur, ne? Es kritisieren immer die Leute, die über die rote Linie wollen. Die kritisieren immer, dass es eine rote Linie gibt, ne? Meine persönliche Meinung, ne? Aber die haben wieder alles kaputt gemacht, ne? Das Internet kaputt gemacht, ne? Kai Orak, Hannover 4, vierter Kanal, ne? 24.09. Die Welt geht unter, das Internet wird gelöscht, ne? So, wie gesagt, das ist jetzt so der Klassiker, wo man einfach sagt, warum zieht man sich hier so eine Grütze rein, ne? Mal abgesehen davon, dass dieses Internet sich selbst zerstört. Nö, ich habe eher das Gefühl, das wächst, ne? Also da sind ja auch ziemlich gute Sachen bei. Also ich habe ja relativ viele davon schon gefunden, ne? Einfach mal an einer anderen Stelle suchen, außerhalb der eigenen Bubble. Das liegt in der Natur der Sache. Nein, liegt es nicht. Und ich vermute auch, du bist auch kein Internet-Experte, weil dann würdest du ja nicht so einen Schrott schreiben, ne? Das heißt also, A, stellst du eine Hypothese auf und also mal abgesehen davon, dass dieses Internet sich selbst zerstört, das könnte man ja durchaus als Frage jetzt werten. Jetzt kommt aber der zweite, das liegt in der Natur der Sache. Nein, ist es nicht. Nein. Nein, ist es nicht. Ist so. Nein. Du kannst als YouTuber nicht überleben, weil am Ende nichts passiert. Wie, das ist auch falsch. Also man kann als YouTuber ziemlich gut überleben. Die Frage ist nur, was war deine Motivation und wurden deine Ziele erfüllt, ne? Ist die Frage, will ich viel Geld haben? Dann brauchst du schon mal ein paar Hupen. Ne? Also mit Hupen ist auf jeden Fall einfacher Geld zu verdienen, wie als Mann ohne. Ne? Also hier ein bisschen so Fetthupe zählt ja nicht. Ne? So. Da musst du schon ordentlich Material dran. Ne? So. Bisschen Lippenstift drauf. Ne? Wie sieht das aus? Rote Lippen, Vollbart. Ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Ne? Kannst du nicht bringen. So. YouTuber sind eben nur Blender. Nein, würde ich auch nicht sagen. Ne? Viele, aber nicht alle. Das liegt in der Natur der Sache. Schon wieder.
Das Internet beschleunigt den Alltag so extrem, dass am Ende nichts dabei herauskommt, außer langweiliger Konsum. Ja, aber das liegt ja an dir. Das heißt also, wenn du dir hier meine kurz langweiligen Scheiß-Videos anguckst, mit, was schreibst du hier, 7 Zuschauer, eine Stunde gestreamt, dann darfst du dich natürlich nicht wundern, wenn deine Lebenszeit weg ist für nichts und wieder nichts. Ne? Und auch noch Stromverbrauch. Ne? Wenn Habeck da draus kriegt, dreht er wieder durch. Ne? Da du dir irgendwelche Sachen angeguckt hast, die ja keinen Sinn machen. Ne? Also ich bin immer so, ich zapp irgendwo rein, macht Sinn oder nicht. Hör einen Moment zu, wenn ich feststelle, das ist Schrott, zieh ich weiter. Ne? Nicht mal die Hand zum Gruß erhoben, ich ziehe einfach still weiter meine Bahn durchs Internet. Ne? Und manchmal habe ich noch so den, naja, den jugendlichen Wahn, dass ich sage, komm, ich lass mal einen Gruß da. Ne? So, aber ich will ja das Internet nicht reformieren oder irgendwie grün anmalen oder so. Ne? Gottes Willen. So. Das Internet beschleunigt den Alltag so extrem, dass am Ende nichts rauskommt. Ja, einfach mal selber auf die Bremse treten. Ne? Internet mal Stöpsel ziehen, ist das Internet weg. Ne? Die digitale Welt hat keine Tiefe. Das würde ich auch nicht so sagen. Also ich kenne ein paar ganz gute Kanäle, wo schon recht tiefgängige Gedanken gedacht werden. So. Teilweise sogar noch mit einem mechanischen Hirn, da hörst du es, also beim Denken hörst du, knackt es sogar, ne? Also es fühlt sich, hört sich nicht gut an, ne? Der Mensch will 3D sein und nicht 1D. Ich bin mehr AMD, also hier, aber ich habe auch Intel-CPUs, ne? Also so, habe ich falsch verstanden. So, wir sind sensationsmüde, nein, sind wir nicht, wenn ich mir jetzt hier live den Penis abschneiden würde, fänden das alle geil und ich hätte 2000 Likes, 30 Euro auf dem Konto, aber kein Penis mehr. Ne? Oder ich könnte mir das Ding in eine Kühltruhe legen, ne? Macht auch keinen Sinn. Ne? Körperteile amputieren, Nachbarn erschießen oder so ein Quatsch. Also es gibt noch so ein paar Nischen, wo man sagt, da könnte man schon noch. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht durchsetzen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das legal ist. Ne? So. Und wer etwas zu sagen hat, wird gesperrt und muss auf Telegram vergammeln. Genau, so sind halt die Regeln. Ne? Ja, machst du nix. Wenn die Regeln so sind, sind sie halt so, ne? Ich weiß jetzt auch noch nicht, was ich jetzt mit deinen Kommentaren noch machen soll, außer lesen und reacten, ne? Ja, Bolek hat mir auch eingeschrieben, Knacki weiß aber hoffentlich, was für ein Dreckschwein der Hemingway war. Ja klar, Logo. Sonst hätte ich den ja nicht als Zitat genommen, ne? Nietzsche war da schon anders. Eine arme Existenz mit großem Geist, in den Unterlegen. Lebensanfuchtel einer Werberherrschaft gelitten hat. Ich bin auch quasi unter einer Werberherrschaft groß geworden. Ist bei uns meistens so, die nennt sich Mutter, ne? Da kommen wir dann gleich als zweites Mal zu, ne? Oder ich kann mal kurz gucken, ob ich den Bolek hier eben kurz runtergescrollt kriege, dann ziehen wir uns den Bolek auch noch ein. Ich mag Bolek, ne? So, groß geworden. Zack, da ist er. Müssen wir unbedingt öfter machen, da vielleicht wieder Kommentare lesen, ne? Groß geworden, aber deshalb weiß ich auch, welche Kraft in den Weibern steckt. Ich verstehe sie. Na komm, nicht übertreiben, ne? Wer versteht die Frauen schon, ne? PS, ist das Dorf nicht längst tot? Nein. Wir sind noch bei der Reanimation. Liegt Strom an, 400 Volt, ne? Einmal kurz den Schalter drücken. Zack. Also irgendwie ein bisschen Leben kriegen wir nochmal in der Bude, habe ich so das Gefühl. Am Sonntag hat nur, wenn ich richtig in Erinnerung schwelgen darf, der Gio gesendet, ne? Hier mit dem Zottelbartträger, mit Gandalf, dem Weisen, ne? Gandalfs Schrottplatz, Datscha. Und ja gut, wen es interessiert, der hört sich das halt an. Und wer nicht, zieht weiter. Ne? Ich habe den ganzen Tag auf dem Kanapee gelegen, habe mir die Wanne vollgefressen. Ja, dann habe ich ordentlich vor mich hingeschnarcht. Blondie hat mich immer wieder wach gemacht, hat gesagt, hör auf damit. Ich sag, was ist los? Ich bin dein Pfleger, hör auf, mich zu stalken, ne? Dann haben wir ein paar ziemlich coole, lustige Diskussionen hier geführt. Habe ich schon gesagt, komm, lass uns live gehen. Die bepissen sich vor Lachen, wenn wir beide. Also allein, ich brauche nur das Handy anmachen, Ton an, wenn ihr uns hier manchmal quatschen hört, dass das Dorf ein Scheißreck gegen nimmt. Wir können den ganzen Laden hier komplett mit zwei Leuten standalone unterhalten. So, mir kommt das alles vor wie eine leere Hülle, die von Zombies gefüllt wird, die vergessen haben, dass sie gestorben sind. Ich weiß gar nicht. Nee, das ist klein, das ist doof. Das war mal meine Flugcam. Jetzt wollte ich mich hier voll einblenden in voller Schönheit. Ne? Nee, geht nicht, habe ich wieder verbastelt hier. Aber mache ich gleich wieder anders. Ja,
Geisterdorf kaputt? Ja, so ein bisschen schon. Aber nur die Leute drin, ne? Das am einfachsten ist, die ziehen aus und dann ziehen ein paar neue ein. Das könnte die Lösung fürs Problem werden. Könnte sein. Ne? Man muss jetzt auch nicht alle evakuieren. Also, guck mal, wenn du jetzt so eine Bude hast, ne? 8-Familienhaus, da packst du halt, was weiß ich hier. Ne? Frankfurter Gruß, drogensüchtige Penner, Psychopathen, also alles rein. Ja, was soll aber rauskommen, ne? Außer beschmierte Wände, kaputter Fahrstuhl, Scheiße auf dem Gang und Miete kürzen, weil es stinkt, ne? Nix. So. Ich bin aber, glaube ich, der Meinung, wenn du immer einen Normalen, einen Verrückten, das könnte klappen. Man müsste gucken, was sich durchsetzt langfristig, ne? Weil Oma Schmitz, 82, was meinst du, wenn die hier so ein Stufenscheißer den Besen vor die Birne knallt und sagt, jetzt machst du weg den Scheiß. Ja, und er wird sagen, nee. Und sie sagt, wetten. Also, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ne? Ich habe aber meine zynische Ader wieder entdeckt und deswegen auch dieses Reaction-Video. Ne? Ich will noch nicht sterben. Mir ist das scheißegal, ob die anderen alle tot sind. Ne? Ich nicht. Fickt euch. So. Ist das Dorf nicht längst tot? Nein, wir müssen Leben da reinbringen in die Bude. Werner hat einen total tollen Kochstream gemacht, ne? Okay, aber ist schon mal anderer Content, ne? Werner ist auf seinem Kanal und macht Content. Gut so. Tausi ist auf ihrem Kanal und macht Content. Gut so. Ich bin auf meinem Kanal und mach Content. Gut so. Und wenn alle auf ihren Kanälen bleiben und Content machen, ist das gut so. Und wenn wir uns dann ab und zu treffen zum Diskutieren über irgendetwas, was wir in den letzten 14 Tagen erlebt haben, dann werden das spannende Sendungen. Wenn wir uns natürlich hier, nicht wir, ich bin da ja raus schon seit Monaten, wenn man sich allerdings, wie gesagt, 12 Stunden, 16 Stunden, 20 Stunden vor Langeweile mit 10 Leuten in so eine Kiste setzt und sagt, komm, erzähl du mal was, ich weiß auch nichts mehr, dann sollte man im Grunde auf den roten Knopf drücken und sagen, Sendung beenden, ne? Meine Meinung, ne? Und das ist das Problem vom Dorf, das gesendet wird, obwohl keiner was zu sagen hat. Und das muss man ändern. Es gibt viele Leute, die was zu sagen haben. Sie müssen sich nur unabhängig davon machen, was andere sagen. So sieht's aus. Ich fand mich geil. Lasst ein Abo da.